Der Clan der Otori von Lian Hearn. Der erste Band heißt Das Schwert in der Stille. Das ist eine hinreißend spannende Abenteuergeschichte. Spielt in einem Fantasyland, angehaucht, so mittelalterliches Japan. Das hat sehr viel zu tun damit. Es ist so ein bisschen verändert, aber sehr viele Motive aus dem Samurai-Japan spielen eine Rolle. Es geht um Fürsten, die um Machtkämpfe, es geht um Burgen, um Gefangennahmen, Kämpfe, Schlachten. Und im Mittelpunkt steht ein Junge, so 15, 16 Jahre alt, Takeo, der gerettet wird, bevor er von einem bösen Machthaber ermordet wird. Ein Fürst namens Shigeru, eben von den Otoris, der rettet ihn und zieht ihn dann groß und nimmt ihn dann als sein Sohn sozusagen an. Es spielt also, wie gesagt, in einem Mittelalter. Es ist eine hinreißend, wirklich wundervolle, großartige, spannende Abenteuergeschichte. Es sind so viele mystische Sachen drin. Es gibt Weissagungen, dass er 5 Schlachten schlagen muss und 2 verlieren wird oder eine, ich weiß nicht mehr. Es gibt Tempel und Mönche. Es gibt so ganz so Dinge, die er gut beherrscht und die dann eine große Rolle spielen. Er ist dann von seinem Stamm her, kann er gut hören. Er hört dann ganz weit entfernt ganz bestimmte Dinge. Oder er kann sich im Kampf teilen in 2 Personen. Oder er kann sich auch unsichtbar machen. In der Burg, in der sie dann leben, da gibt es einen Boden, das heißt der Nachtigallenboden. Da laufen sie dann, wenn man da drüber läuft, dann gibt er immer einen Ton von sich, sodass sich niemand anschleichen kann. Das wird dadurch verursacht, dass im Boden verschiedene Hohlräume und Nägel so verschränkt sind, dass es eben diesen Ton gibt, der sich anhört wie Nachtigallen oder wie ein Quietschen. In Kyoto gibt es eine Burg, wo man sich noch im Original besichtigen kann. Und es war für mich ein großer Moment, da zum ersten Mal dann drüber zu gehen. Und man sagte mir, das sei das Original aus dem 16., 17. Jahrhundert. Ob es stimmt, ich weiß es nicht. Jedenfalls war die Burg sehr beeindruckend. Am Anfang gibt es wunderschöne große Gemälde von großen wilden Tieren. Und desto näher man an das eigentliche Schlafgemach vom Herrscher kommt, vom Shogun, werden die Tiere immer feingliedriger, kleiner, zierlicher und schöner. Es gibt eine Burg, wo das Ganze dann auch spielt. Die kann man dann auch besichtigen in Himeji in Japan. Und diese Burg ist 1:1, so wie es in dem Buch auch beschrieben wird, mit dieser japanischen verschachtelten Architektur, mit Türmen und Verstecken. Es ist toll, da auch reinzugehen. Es gibt eine ganz wunderbare Kunst. Es gibt einen Künstler, der Bilder von Vögeln malt und die aber nur erscheinen, wenn eine gute Regierung da ist oder nicht. Und es geht auch um Kalligrafie, es ist auch eine ganz großartige Liebesgeschichte drin. Jeder Band von diesen 5 Bänden hat einen eigenen Charakter. Der 2. Band ist dann so, wie Takeo älter wird, das heißt der Pfad im Schnee, wie er dann um seine Liebe kämpft und so weiter und so. Also alle 5 Bände, fantastisch, großartige Literatur.